Hi Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Videotutorial vom BTC Echo. Mein Name ist Marc und ich zeige euch heute, wie ihr schnell und einfach Bitcoin und andere digitale Währungen kaufen und verkaufen könnt. Bin hier auf der Seite von Anycoin Direct. Anycoin Direct ist ein Broker für digitale Währungen und keine ganz normale Börse, sprich, ihr habt hier kein Online-Wallet. Wenn ihr hier Bitcoins kaufen oder verkaufen wollt, müsst ihr euch also vorher ein Bitcoin-Wallet einrichten. Dazu haben wir bereits ein Tutorial erstellt. Da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Schaut einfach im Tutorial nach. Das ist ganz einfach, ein Wallet zu erstellen. Neben Bitcoin könnt ihr hier auch andere digitale Währungen kaufen, darunter auch Ether, Monero, Litecoin, Dogecoin, Dash, Blackcoin oder Zcash. Gleiches gilt für den Verkauf. Um hier mit dem Handel beginnen zu können, müsst ihr euch zunächst einmal registrieren. Dazu klickt ihr oben auf Registrieren. E-Mail-Adresse. Ich gebe jetzt einfach mal Anycoin Direct 123 btc-echo.de. Dazu habe ich jetzt hier schon mal ein Anycoin Direct, ein Dummy angelegt. Mein Name ist Marc Preuß. Hier gehen wir mal das auf Test W12 Kennwort. Mache ich hier mal ein sehr einfaches. So, hier muss noch ein Haken gesetzt werden. Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen. So, dann noch diesen kleinen Capture Code. Kommt Tree und dann klicken wir hier unten nur noch auf Registrieren. So, jetzt solltet ihr eine E-Mail bekommen mit einem Registrierungstoken. Damit verifiziert ihr quasi eure E-Mail-Adresse. Den solltet ihr innerhalb von 1-2 Minuten bekommen. Schaut auch vorsichtshalber im Spam-Ordner nach, solltet ihr diese E-Mail nach 3-4 Minuten nicht bekommen haben. Um das ganze Video hier ein wenig zu beschleunigen, habe ich diesen Verifizierungsprozess jetzt übersprungen. Sprich, ich habe den Token eingetragen, den ich per E-Mail bekommen habe. Und werde dann automatisch hier auf die Anycoin-Seite weitergeleitet. Hier oben könnt ihr euch dann direkt in euer Backend einloggen, indem ihr auf Account klickt. Jetzt bin ich hier im Backend. Ich habe hier einen bereits bestehenden Account genommen, weil ich dann jetzt quasi nicht diese ganze Verifizierung hier durchlaufen muss. Wenn ihr euch hier einloggt, werdet ihr wahrscheinlich einen Haken bei Level 1 haben. Die anderen Level hier werden noch rot markiert sein. Um direkt für das Level 2 freigeschaltet zu werden, müsst ihr einmal eure Telefonnummer bestätigen lassen. Dann gebt ihr quasi eure Telefonnummer ein und erhaltet da einen Verifizierungspin. Level 3 erreicht ihr automatisch 14 Tage nach dem ersten Auftrag. Level 4, da müsst ihr quasi eine Rechnung hochladen, um einen Adressnachweis zu erbringen. Oder aber, das empfehle ich euch persönlich, ich würde einfach einen kurzen Webcam-Chat mit den Jungs von Anycoin direkt führen. Dazu benötigt ihr eigentlich nur einen Personalausweis oder einen Reisepass. Den zeigt ihr in die Kamera und ihr werdet dann für das Level 5 verifiziert. Was hat es mit diesen Leveln auf sich? Also das können wir einmal in den FAQs nachlesen. Also das Level sagt quasi, für wie viel Bitcoins oder digitale Währung ihr am Tag handeln dürft. In diesem Fall Level 1 könntet ihr jetzt 100 € am Tag handeln oder 250 € insgesamt in der Woche handeln. Das steigert sich je nachdem, welches Level ihr erreicht habt. Wenn ihr euch direkt für diese Webcam-Verifizierung entscheidet, würdet ihr direkt für 5.000 € freigeschaltet werden. Sprich, ihr könnt direkt für 5.000 € Bitcoins kaufen. Oder aber in der Woche insgesamt für 25.000 €. Das ist schon eine beachtliche Summe und wie gesagt, innerhalb von wenigen Minuten könntet ihr euch mit einem kurzen Webcam-Chat für Level 5 freischalten lassen. So viel dazu, könnt ihr euch ja einmal in Ruhe anschauen und selbst entscheiden, für welches Level ihr euch hier freischalten lassen wollt. Ich würde jetzt gerne einmal direkt Bitcoins kaufen. Dazu geht ihr oben ins Menü, wählt aus, welche Währung ihr kaufen wollt. Ich will gerne Bitcoins kaufen. Dann werdet ihr auch schon direkt zum Backend zum Kauf von Bitcoin weitergeleitet. Also hier oben für 10 € würde ich jetzt quasi 0,0111 Bitcoins bekommen. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne für 25 € Bitcoins kaufen, würde ich jetzt 0,02974 Bitcoins bekommen. Ich zahle mit Giropay. Für Giropay fallen Gebühren von 77 Cent an. Würde ich jetzt mit Sofortüberweisung bezahlen wollen, ist das schon etwas mehr, 1,32 €.
Oder aber SEPA-Überweisung würde mit 62 Cent zu Buche schlagen. Ich möchte jetzt gerne mit Giropay bezahlen. Dann gebe ich hier eine gültige Bitcoin-Adresse an. Das heißt, sobald ich den Kauf hier abgeschlossen habe, werden mir die 0,029 Bitcoins an dieses Wallet gesendet. Ich habe hier noch einen kleinen Kreditnachlass. Das ist auch eine schöne Sache bei Anycoin Direct. Wenn ihr zum Beispiel Freunde oder Bekannte oder Verwandte habt, die auch gerne Bitcoins kaufen wollen und ihr sagt, hey, ich kenne einen guten Anbieter, dann könnt ihr hier einen Affiliate-Link beantragen. Das heißt, sobald sich eure Freunde oder Bekannte über diesen Link hier bei Anycoin registrieren, bekommt ihr automatisch mit jedem Kauf oder Verkauf auch einen Bruchteil gutgeschrieben. So, ich klicke jetzt auf die Nutzerbedingungen, dann noch nur noch ein Klick auf Kaufen. 30 Euro muss ich mindestens bezahlen. Dann machen wir eben 40 Euro. So, dann liege ich jetzt bei 32 Euro. Habe demnach auch die 30-Euro-Grenze erreicht. Klick hier unten auf Kaufen. Dann gebt ihr nur noch kurz euren Namen und eure E-Mail-Adresse an, eure Bankleitzahl, klickt auf Bezahlen. Hier habt ihr noch mal eine kurze Übersicht, an wen ihr das Geld schickt. So, jetzt werden hier quasi die Bitcoins an diese Adresse geschickt. Den Status können wir hier auch direkt einmal prüfen, indem wir auf blockchain.info gehen. So, hier könnt ihr einmal nachschauen. Hier sehen wir auch schon, die Transaktion wurde quasi schon erfasst und ist auf dem Weg in dieses Wallet 0,48316 Bitcoins. Ich gehe mal zurück in mein Backend. Ja, und jetzt solltet ihr innerhalb von wenigen Minuten eure Bitcoins in eurem Wallet sehen können. So einfach ist der Kauf von Bitcoin auf Anycoin direkt. Gleiches gilt für den Verkauf. Auch hier könnt ihr auf Verkaufen gehen. Dann gebt ihr an, wie viel Bitcoins ihr verkaufen wollt. Sagt, wie ihr das Geld gutgeschrieben bekommen wollt. Dann bekommt ihr quasi von Anycoin eine Bitcoin-Adresse, an die ihr die Bitcoins überweisen müsst. Sobald die Bitcoins überwiesen worden sind, bekommt ihr den Betrag gutgeschrieben. Wenn ihr den Verkauf morgens macht, geht das Geld meistens auch noch am gleichen Tag aufs Bankkonto ein. PayPal geht natürlich noch etwas schneller innerhalb von wenigen Stunden. So, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen und ihr habt jetzt ein grobes Verständnis davon, wie man schnell und sicher Bitcoins kaufen kann. Hier gibt es natürlich noch mehrere Möglichkeiten, aber das würde den Umfang des Tutorials jetzt überschreiten. Ich wünsche euch viel Spaß auf Anycoin direkt und freue mich aufs nächste Tutorial. Ciao, ciao.